Ihr seid auch Tierliebhaber und bei euch sind ein paar Vierbeine unterwegs. Ich bin Simon vom Team Schatz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, auf was du achten kannst. Ein wichtiger Punkt auf jeden Fall sind die Innentüren. Bei den Innentüren gibt es unterschiedliche Ausführungen. Lackierte Türen oder CPL-Türen. CPL bezeichnet eine gewisse Oberflächenart. Diese CPL-Türe ist deutlich robuster als die lackierte Türe. Das heißt, wählt auf jeden Fall, wenn ihr Haustiere habt, so eine Türe. Die hat einfach eine deutlich höhere Kratzresistenz und ist somit langlebiger. Im Bereich Insektenschutzgitter gibt es eine Besonderheit. Stellt euch vor, ihr habt eine Balkontüre mit Insektenschutzgitter, dann macht es Sinn, diese Balkontüre unterhalb mit einem anderen Gewebe auszustatten, das etwas kräftiger ist. Das heißt, wenn das Haustier, die Katze oder der Hund an dem unteren Gitter kratzt, dann geht dieses Gitter nicht so leicht kaputt. Das untere Gitter hat zwar eine dickere Struktur und man kann nicht so leicht durchschauen, aber dafür habt ihr oben ein Gitter drin, das relativ feinmaschig ist und somit habt ihr oben einen klaren Blick und unten die entsprechenden stabilen Netze drin, die vom Haustier nicht kaputt gemacht werden können oder nicht so leicht kaputt gemacht werden können. Der Bodenbelag ist entsprechend zu wählen. Das heißt, wenn ihr mit dem Hund spazieren wart oder die Katze aus dem Schnee kommt oder von einem regnerischen Tag, dann macht es natürlich Sinn, einen Bodenbelag zu haben, der gut abwischbar ist. Das heißt, Fliese, Parkett, Vinyl, einfach Hartbeläge, wo man nass wischen kann, ohne dass der Dreck im Teppich sitzen bleibt. Bei Haustieren kommt es oftmals vor, dass die gern an die Kabel gehen. Das heißt, gerade bei Katzen oder auch wenn ihr einen Hase habt, den ihr mal in der Wohnung hoppeln lasst, dann müsst ihr schauen, dass die Kabel auf jeden Fall gut verstaut sind. Sonst knabbern die an, die Elektrogeräte gehen kaputt oder im schlimmsten Fall das Haustier. Das heißt, die Kabel so verstauen, dass man nicht rankommt, gegebenenfalls die vielleicht auch in den Kunststoffrohr reinziehen, dass die zusätzlich geschützt sind und somit passiert da weder Kabel noch Tier was. Die Polster sollten geschützt werden. Das heißt, alle Polstermöbel, die ihr habt, auch gern Leder, würde Sinn machen, da einen Überzug drüber zu machen. Klar, wenn ihr selber das Möbelstück nutzen wollt, dann hockt ihr nicht auf dem Überzug. Aber wenn ihr das Haus verlasst und die Katze tagsüber im Haus ist, dann wäre es cool, da einfach vielleicht auch eine Decke drüber zu werfen, dass die Katze da nicht dran kratzt oder einfach, auch selbst wenn sie drauf liegt, mit den Pfoten oder mit den Haaren Abrieb, da etwas mehr Schutz herrscht. Das wäre auf jeden Fall ein sinnvoller Punkt. Auch ein sinnvoller Punkt wäre das Thema Induktionsfeld. Da ist es so, dass darauf zu achten ist, wenn die Katze zu Hause ist und vielleicht mal auf die Arbeitsplatte hochspringt, da zum einen nicht das Kochfeld anschalten kann. Da gibt es die sogenannte Kindersicherung, die man wählen kann. Da muss man eine bestimmte Tastenkombination lang genug halten, damit das Kochfeld überhaupt angeht. Wenn das nicht der Fall ist, besteht die Gefahr, die Katze läuft da drüber, tappt mit ihrer Pfote auf diesen Anknopf und das Kochfeld geht an und ihr bekommt es nicht mit. Das wäre natürlich sehr schlecht. Das Induktionsfeld speziell hätte den Vorteil, dass wenn ihr fertig seid mit Kochen und den Herd abschaltet, das Induktionsfeld auch sehr schnell abkühlt und dann da keine Gefahr besteht von heißen Platten, die eine gewisse Abkühlzeit brauchen, um einfach wieder kühl zu sein. Das heißt, das Ceranfeld braucht eine relativ lange Abkühlzeit, das Induktionskochfeld wäre da besser geeignet, um da einen erhöhten Schutz zu bieten. Gilt übrigens auch für Kinder. Jetzt wisst ihr, auf was ihr achten könnt, wenn ihr Haustiere habt, um euer Eigenheim diesbezüglich zu schützen. Wir haben ein Video gemacht, wo es da speziell darum geht, den Kabelsalat aufzuräumen. Da könnt ihr bei uns im Kanal vorbeischauen. Vielleicht hilft euch das auch ein Stück weiter, um die Kabel komplett verschwinden zu lassen.